Der Schwalbe Marathon plus EMTB-Reifen habe ich jetzt genau 2,5 Jahre und bin 2000 Kilometer mit ihm gefahren. Und ihr könnt sehen, kaum ein Reifenabrieb. Und ich fahre ordentlich schnell mit dem Bike und ich bremse auch ordentlich ab. Und bis jetzt kaum ein Abrieb an den Reifen. Und ihr seht hier mein Q-Bike. Und natürlich habe ich den Performance Line mit 65 Newtonmeter. Und am Vorderreifen habe ich noch den Smart Sim. Den habe ich jetzt auch 2 Jahre. Der hat auch kaum Abrieb. Naja, also mit dem Vorderreifen tut man eh nicht so viel bremsen. Also der hat eine längere Lebenszeit als so ein Hinterreifen. Deswegen habe ich mir den Marathon ja geholt, weil mir schon 2 Reifen von Smart Sim platt gegangen sind. Jo, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und ein Abo dalassen. Was geht ab, Leute? Euer Chris im Geschwindigkeitsrausch. Vor 2,5 Jahren habe ich mir den Schwalbe Marathon gekauft. Und ich bin jetzt mittlerweile bei 2000 Kilometern damit gefahren. Fast jeden Untergrund bin ich gefahren, ob Waldwege oder wie hier am Kanal, Schotter oder auch Asphalt. Und ich habe schon ordentlich gebremst, das könnt ihr jetzt gleich sehen. Ja, und es ist immer noch top in Schuss der Reifen. Also ich bin da echt zufrieden. Ich kann den echt nur jeden von euch empfehlen. Holt euch den Schwalbe Marathon Top-Reifen. Man kann ordentlich damit fahren. Fast alle Untergründe könnt ihr fahren. Da kommt auf jeden Fall auch noch ein Video. Alle Untergründe, die man so fahren kann mit diesen Reifen. Jo, wenn euch das Video gefällt, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen. Und natürlich, wenn ihr ein Abo da lässt, um kein Video zu vergessen, die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal, euer Chris in Geschwindigkeitsrausch und jetzt viel Spaß mit dem Video. Leute, danke fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, ich habe mir ja vor 2,5 Jahren den Schwalbe Marathon gekauft und ich muss sagen, nach 2,5 Jahren und 2000 Kilometern immer noch kaum Abrieb und ich fahre ja wirklich fast überall auf der Straße, im Wald oder hier Schotterwege wie hier beim Kanal. Jo. Wenn euch das Video gefällt, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich riesig freuen. Und natürlich, wenn ihr mir ein Abo da lässt, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, die Glocke aktivieren. Und bald kommt Arten von E-Bike-Fahrern, die jeder kennt, Teil 4. Bis zum nächsten Mal, euer Chris in Geschwindigkeitsrausch.